Willkommen bei diesem Video. Konfiguration von Geräten und Modulen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Hardware-Konfiguration in der eCockpit-Software einzustellen. Smart Designer ist ein Online-Konfigurationswerkzeug, mit dem Sie in wenigen Minuten ein Projekt mit Ihren Konfigurationen erstellen können. Es ist möglich, eine Konfiguration im Online-Konfigurator zu importieren oder zu exportieren. Sie können zum Beispiel die CAE-Konfiguration aus dem Schaltplan iPlan importieren. Nutzen Sie Smart Designer, um eine Konfiguration zu erstellen. In eCockpit importieren Sie die Konfiguration Smart Designer. Weitere Informationen zum Smart Designer finden Sie in den erweiterten Szenarioübungen. CSV-Datei. Es ist möglich, eine Gerätekonfiguration in CSV-Format aus der Gerätestruktur zu importieren oder zu exportieren. Auf diese Weise ist es auch möglich, die Variablen der Peripherie direkt aus einer CSV-Datei zu deklarieren, die aus einem anderen Programm stammt. Es ist auch möglich, die CSV-Datei zu modifizieren, zum Beispiel mit Microsoft Excel, um die Konfiguration zu ändern. Sie müssen den Controller konfiguriert haben, dann ist es möglich, die CSV-Datei zu importieren. Weitere Informationen zum Konfigurieren aus CSV-Dateien finden Sie in der erweiterten Szenarioübungen. Produktkatalog. Es ist möglich, die Gerätekonfiguration aus dem Produktkatalog zu konfigurieren. Mit der Suchfunktion können Sie schnell die gewünschten Artikel finden. Ziehen Sie den Controller und die Module nacheinander aus dem Katalog. Es ist auch möglich, ein Modul durch einen Doppelklick hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere gleiche aufeinanderfolgende Module hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche und stellen Sie die Anzahl der Module ein. Scan und Konfiguration online. Wenn Sie lokal mit der Anlage verbunden sind, ist es möglich, eine Online-Konfiguration mit dem Scan durchzuführen. Bei der Online-Konfiguration verbindet sich das eCockpit physikalisch mit Ihren Geräten im Netzwerk. Die Konfiguration kann direkt importiert werden. In der Registerkarte Network haben Sie Zugriff auf die Netzwerktools. Der Standard-Netzwerkerkennungsbereich ist 192.168.1.1 bis 192.168.1.254. Der Bereich ist im Menü Settings einstellbar. Um die Geräte im Netzwerk zu identifizieren, klicken Sie auf Scan. Wählen Sie die Geräte aus, die dem Projekt hinzugefügt werden sollen, indem Sie das weiße Kästchen markieren und klicken Sie dann auf Apply Selection, um nur die PFCs hinzuzufügen, oder auf Selection Inclusive Modules, um sowohl die Controller als auch die EA-Karten hinzuzufügen. Apply All fügt alle erkannten Controller im Netzwerk hinzu. Gerätebereich Projektieren. Gerätebereich Scannen. In der Registerkarte Device können Sie die Module an der Peripherie des ausgewählten Geräts scannen. Das Scanergebnis zeigt die gefundenen Module an.
Konfigurieren Sie den Elementtyp, wenn Sie bestimmte Karten haben. Klicken Sie auf Apply All, um das Scan-Ergebnis zu bestätigen. Geräte und Modulparameter. Es ist möglich, einen Controller umzubenennen. Der Name ist im Programmierbereich sichtbar. Klicken Sie auf den Gerätenamen, um ihn umzubenennen. Um die IP-Adresse des Gerätes zu ändern, klicken Sie auf das Gerät und dann auf die Registerkarte Settings. Im Feld IP-Address können Sie die IP-Adresse des Controllers ändern. Grafische Ansicht der Module. Wenn Sie ein Modul auswählen, ist es möglich, die Programmvariablen auf die Ein-Ausgänge zu mappen. Die Ethernet-Einstellungen der Controller können durch Klicken auf die Schaltfläche Einstellungen angepasst werden. WAGO Ethernet Settings öffnet sich. In einem weiteren Szenario wird die Software WAGO Ethernet Settings vorgestellt. Die Optionen einiger Module können konfiguriert werden, zum Beispiel für das Modul 750-495. Klicken Sie auf das Modul und dann auf Settings. Das Übersichts- und Konfigurationsfenster IOCheck öffnet sich für das ausgewählte Modul, sofern der Controller gestoppt ist. In einem weiteren Szenario wird die Software WAGO IOCheck vorgestellt. Optionen für einige Module können direkt im eCockpit konfiguriert werden, zum Beispiel für das Modul 750-464. Die Optionen der IO-Link-Module können konfiguriert werden. Die Konfiguration der IO-Link-Elemente wird in einem weiteren Szenario vorgestellt. Die Optionen der DALI-Module können konfiguriert werden. WAGO DALI Configurator wird in einem weiteren Szenario vorgestellt. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächstes Video, Übung 1.